Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Über Besuchermangel klagte man am 14. Januar nicht in Augustusburg. Am Schloss fand das mittlerweile 50. Wintertreffen für Motorradfahrer statt. Und da wollten nicht wenige dabei sein. Von denen reisten so einige schon am 12. Januar an. Denn es gab auch in diesem Jahr die Möglichkeit für ganz Hartgesottene, am Schloss in Zelten und anderen Behausungen zu campieren. Schlecht geht's uns nicht. Nee. Haben wir. Das 50. Wie war's denn? Jo, bis dann. Perfekt, sehr gut. Auf dieser Seite ging's. Auf der anderen Seite war mehr Sturm. Also hier, wir standen hier auf der Sunset auf Leib. Ja, heute ist ja nicht mal ganz so Sonne, aber das stört euch nicht, oder? Nee. Ich kenne schlechtes Wetter, ich kenne schlechte Klamotten. Es war auch nicht perfekt, es war plusquamperfekt. Also ihr habt Spaß bei der Sache. Andere Camper hatten Spaß mit Einschränkungen. Na, also teuer war's schön. War das jetzt der Hauptkritikpunkt eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Keine Tische, Haufen Geld, dreifach verlangt wie vorneweg. Ist eine Sauerei. Die auch so manche Auswirkung hat. Sehr viele Meinungen kommen hier. Sie wollen nicht wieder herkommen. Bei uns ist schade drum, aber ist bei uns auch so. Mit 50 in Klattenschnitt machen, fertig. Brauchen wir uns nicht mehr ärgern über sowas. Naja, wir sind die immer hier sind. Ah, genau. Weil die immer lacht, ist Warner. Was ist das Besondere dran? Zum 50. Ist das überhaupt so besonders? Ja, das war nicht so besonders, das 50. Ja. Sehr viele sind schon zu Hause geblieben. Sehr viele sind gar nicht gekommen. Und ob wir nächstes Jahr nochmal kommen, müssen wir einigen. Wie war's denn? Ach, klasse, hervorragend. Wundervoll wie immer. Ein herrliches Wetter. Schöne Menschen, tolle Motorräder. Und für das 50. wie war's da? Das für das 50. war es nicht 50. Na ja. Ja, wie wenn man so 50 wird. Ein bisschen unbeweglicher, aber gut. Neben Frust gab es an dem Wochenende auch Freude, zum Beispiel über die viele Technik, die zum Treffen präsentiert wurde. Oldtimer bunt gemischt, blitzeblank geputzt oder auch mit zahlreichen Gebrauchtspuren, wie dieses Steher-Motorrad, das schon viele Runden bei Bahnradsportveranstaltungen drehte. Zu sehen waren neben zwei Rädern ebenfalls eine Menge Dreiräder, bekannte Serienfahrzeuge oder solche, die privat mit handwerklicher Begabung gebaut wurden, wie dieses Simson-Trike mit drei Zylindern und Trabi-Getriebe. Es gab eine Menge zu bestaunen und für Bastler einen großen Teilemarkt. Ob da auch die Briten fündig wurden, die zu Gast beim Wintertreffen für Motorradfahrer waren? Entdecken konnte man zudem so manches, das man schon bei anderen Bikertreffen gesehen hat. Zum Beispiel diesen Helm. Der war 2022 unter anderem beim Pfingsttreffen vom MC Delirium Germanicum in Wolkenburg dabei. Die Welt ist eben ein Dorf und viele bewegen sich durch dieses am liebsten mit dem Bike. Auch im Winter.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Die Großeltern erzählten einst, dass sie im Krieg und danach, als es nichts gab, nicht nur Brennnesselsuppe essen, sondern um diese zu kochen, im Wald Holz sammeln mussten. Scheinbar gehen heutzutage wieder Menschen Holz im Wald sammeln, denn die Stadt Liechtenstein extra darauf hin, dass am Wegesrand liegende Baumstämme nicht ohne Einverständnis des Eigentümers bzw. des Pächters entnommen werden dürfen. Fehlt das Einverständnis des Eigentümers, ist es Diebstahl, der zur Anzeige gebracht werden könnte. Man kann sich aber als Selbstwerber bei der Stadtverwaltung Liechtenstein anmelden. Voraussetzung ist ein Kettensägeschein. Kontakt Frau Petri Quemals, Telefon 03724-61420 oder per E-Mail a.petrik-quemals@liechtenstein-sachsen.de. In Hartmannsdorf ist der Neubau der Zweifeldsporthalle mit Außenanlage so gut wie fertiggestellt. Am 28. Januar findet für geladene Gäste die feierliche Eröffnung statt. Am nächsten Tag lädt die Gemeinde zum Tag der offenen Tür ein. Den Hartmannsdorfer Bürger und andere Interessierte nutzen können, die moderne Innenausstattung und Außenanlage in Augenschein zu nehmen. Der Fassadenwettbewerb wurde wieder gestartet, heißt Limbach-Oberfronas Stadtverwaltung sucht auch in diesem Jahr nach den schönsten Fassaden, die im Rahmen einer Ausstellung prämiert werden. Für die Auszeichnung können alle Häuser vorgeschlagen werden, die in den Jahren 2021 und 2022 ein neues Gesicht erhielten, egal ob in der Stadt oder ihren Ortsteilen. Dem Sieger winken 1.500 Euro und auch die Gewinner des zweiten und dritten Platzes gehen nicht leer aus. Es kann das eigene Haus vorgeschlagen werden oder ein besonders schönes Gebäude in der Nachbarschaft. Auch gelungene Sanierungen von Fabrikgebäuden werden berücksichtigt. Bitte den Vorschlag in schriftlicher Form bis zum 28. Februar 2023 an die Stadtverwaltung senden. Per Post Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Kennwort Fassadenwettbewerb 2021-2022. Rathausplatz 1 09212 Limbach-Oberfrohna. Per Fax 03722-78303 oder per E-Mail k.streitberger@limbach-oberfrohna.de. Seit 1. Februar 1990 besteht zwischen Frankenberg in Sachsen und Frankenberg an der Eder eine Städtepartnerschaft. Das Jubiläum 30 Jahre Städtepartnerschaft 2020 war Anlass für den Sächsischen Partnerschaftsverein, in Zusammenarbeit mit der hessischen Partnerstadt die 30 Jahre in einer Broschüre zusammenzufassen. Die ist seit Ende Dezember 2022 zum Preis von 3 Euro in der Touristinformation Frankenberg Markt 14 sowie im Pressefachhandel Lunkewitz Schlossstraße 3 erhältlich. Die Bahnausbaustrecke Leipzig-Chemnitz ist Thema einer Informations- und Dialogveranstaltung, die am 26. Januar von 17 bis 19 Uhr im neuen Sitzungssaal des Rathauses Burgstedt stattfindet. Vertreter des Projektteams der Deutschen Bahn informieren über den aktuellen Stand der Planungen. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, an Informationsständen mit Fachexperten, zum Beispiel über Lärm- und Umweltschutz oder auch Planrechtsverfahren, ins Gespräch zu kommen. Die Stadtratssitzung am 18. Januar in Hainichen nutzte man nicht nur, um die Dinge zu besprechen und zu beschließen, die für gewöhnlich üblich sind. Ein Tagesordnungspunkt galt diesmal zwei Aushängeschildern der Gellertstadt.
Zwei Sportler, die auf ihrem Gebiet sehr erfolgreich sind. Der eine, der Leichtathlet Marvin Schlegel. Der 25-Jährige, der aus dem Hainichener Ortsteil Riechberg stammt, vertrat Deutschland schon bei Europa- sowie Weltmeisterschaften und ebenso bei der Olympiade 2021 in Tokio. Auf 2022 zurückblickend. Ich kann deutscher Meister werden, meinen Titel wieder zurückerobern. Das war auf jeden Fall ein großes Ziel. Das haben wir erreicht. Konnte auch eine persönliche Bestleistung, eine neue aufstellen. Konnte mich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften mit der Staffel, mit zwei Staffeln qualifizieren, für die Mix-Staffel und für die 4x4 Männer-Staffel. Dort sind wir leider im Vorlauf ausgeschieden. Konnte mich dann im Einzel für die Europameisterschaften qualifizieren. Dort lief es leider nicht nach meinen Vorstellungen, war schon nach dem Vorlauf Schluss, haben aber viel daraus gelernt und konnten uns erfolgreich mit der Staffel fürs Finale qualifizieren und sind dort siebtplatzierter geworden, was auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Jahren ein deutlicher Fortschritt ist. Aktuell befinde ich mich in der Vorbereitung für die Hallensaison. Die beginnt jetzt am Samstag, 21. in Chemnitz und bin voller Vorfreude, bin sehr, sehr gut in Form, konnte die Vorbereitung komplett ohne Komplikationen, also Krankheit oder Verletzung, abschließen und als großes erstes Ziel sind die deutschen Hallenmeisterschaften am 18. und 19. in Dortmund das Ziel sozusagen und dann schauen wir mal, was hoffentlich bei der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul Anfang März möglich ist. Und dann als langfristiges Ziel ist in der Sommersaison die WM in Budapest, wo ich auf jeden Fall mit beiden Staffeln, also der 4x400 Männer- und Mixstaffel an den Start gehen will und halt Einzelstart, soweit wie möglich kommen möchte. Ja, wir sind sehr, sehr stolz, einen deutschen Meister in unseren Reihen zu haben. Und ich denke, das bringen jetzt die Hallenstadträte und alle Zuschauer mit einem riesen Applaus für dich zum Ausdruck. Und wir wünschen dir alles, alles Gute und sagen einfach nochmal, gut ab, eigentlich nicht stolz auf dich, das warst du, gell? So, danke. Geehrt wurde an diesem Tag noch ein deutscher Vizemeister. Der 14-jährige Tim Engelmann holte sich 2022 den Silbertitel im Motocross in der Klasse 85 Kubik. Ein Blumenstrauß, ja, und dann würde ich sagen, der Frau, der Mutter, wie extrem ich hergekommen ist, der gehen wir auch an. Und der Vater, der 13-Gemengegutschein und so. Limbo stand bereit, um die Gäste zu begrüßen. Am 13. Januar lud die Stadt Limburg-Oberfrohna zum Neujahrsempfang in die Stadthalle ein. Sehr geehrte Damen und Herren, das sind heute über 750 Menschen hier im Saal und Sie alle haben eine Erwartungshaltung mitgebracht. Einen Anspruch an die Veranstaltung, einen Anspruch an mich und ich bin mir sicher, ich kann Ihnen heute nicht gerecht werden. Aber ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, wie gerade erwähnt, ein kleines Resümee zu ziehen über die letzten Monate, aber vor allen Dingen das Ihnen mitteilen, was wir heute tun und was wir vorhaben hier in unserer Stadt. Ein Empfang, wie man ihn noch 2020 erleben konnte, ehe Corona alles lahmlegte. Mittlerweile ist die Pandemie zur Nebensache geworden und bestimmen andere Themen das alltägliche Leben. Und Sie haben das alle gelernt, in jeder Konversation müssen Sie zwingend mit etwas Positivem beginnen. Werden Sie denken, das schafft er nie hier auf der Bühne. 22 war doch geprägt von negativen Themen. Ich ziehe sie Ihnen gar nicht mehr auf. Aber Sie werden sich wundern. Ich habe Ihnen sehr, sehr viele positive Dinge mitgebracht. Und nicht umsonst beginne ich mit einem Blog, der da lautet Wirtschaft. Zum Thema Wirtschaft gab es einige Tage später ein Pressegespräch. Darüber später mehr in der Sendung. Zum Neujahrsempfang betonte der Oberbürgermeister Gerd Herdig, dass sich die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr um ca. 10% positiver entwickelt haben als geplant. Und noch dazu sind bereits 99% auch auf unserem Konto gelandet. Das ist ein klares Indiz dafür, dass Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren Unternehmer, das machen, was Sie ausmacht. Das Unternehmergehen. Die Herausforderungen, die da sind, anzupacken und trotzdem Lösungen zu finden.
Sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie erzeugen Umsatz. Sie haben Gewinne erwirtschaftet, aus dem Sie die Gewerbesteuer zahlen und zum Wohle unserer Stadt maßgeblich beitragen. Limbach-Oberfrohna hat in Sachen Wirtschaft noch mehr Positives zu vermelden. Und zwar ist es einer unserer größten Unternehmer oder Arbeitgeber hier in der Stadt, der Vitesco Technologies, ehemals Conti, gelungen, eine Partnerschaft abzuschließen mit einer Firma, was heißt einer Firma, mit der Firma, die sich im Bereich Wasserstoff am besten auskennt. Und zwar mit Sunfire. Wir werden hier die Kompetenzen von Vitesco in industriellen Serienfertigung mit den Kompetenzen und der Innovationskraft einer neuen Technologie Wasserstoff bei Sunfire verbinden. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir hier in Limbach-Frohna die erste Gigawatt-Wasserstoffanlage unser eigen nennen. Ich gratuliere Vitesco zu diesem hervorragenden Erfolg und zur Sicherung unserer Arbeitsplätze hier in Limbach-Frohna. Ohne Steuereinnahmen könnte die Stadt nicht investieren, zum Beispiel in den Straßenbau, Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und vieles mehr. Der OB nannte einige Bauprojekte, die derzeit umgesetzt werden, wie die Kita am Wasserturm oder die neue Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Nicht zu vergessen die Vorhaben zur Verbesserung des Stadtbildes. Die Großbaustelle Stadtpark ist Ihnen sicherlich zurzeit ein Dorn im Auge für alle die, die da spazieren gehen wollen. Es tut mir leid, wir müssen da einfach mal durch. Wir bauen da komplett alle Wege mit allen Medien neu. Und das werden wir schaffen bis zum Stadtparkfest in diesem Jahr. Das sei dem Schaustellverband, das sei auch die Ilgens heute da, versprochen. Nicht ganz so schnell wird das Hippodrom fertig werden. Das dauert noch ein paar Wochen länger. Aber auch das werden wir als ein Schmuckstück in unserem Stadtpark nicht mehr wiedererkennen. Last but not least möchte ich nochmal auf den Tierpark gucken. Das Inka-Land ist im Bau und wir werden dort ein weiteres Highlight den Besuchern von unserem Amerika-Tierpark bieten können. Trotz dessen, dass Limbach-Oberfrohna viel Geld in die verschiedensten Projekte investiert. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn am 30.03. im Rathaushof die Sektkorken knallen. Was passiert da? Da ist die Stadt Limbach-Oberfrohna zumindest in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei. Um das zu schaffen, bedarf es einer ausgeklügelten und kontinuierlich sauberen Finanzplanung. Das macht unser Fachbereich aus meiner Sicht in den letzten Jahren hervorragend. Vielen Dank an den Interimschef Robert Hösler und vielen Dank Inka Mokros, dass du wieder da bist. Vielen Dank an euer Team in unserer Finanzabteilung. Wirkung nach außen haben freilich auch die vielen Veranstaltungen, kulturelle oder sportliche. Dazu die zahlreichen Feste, von denen es 2022 nicht wenige gab und an deren Organisation sowie Durchführung sich nicht wenige Mitglieder der unterschiedlichsten Vereine beteiligten. Neben der Rückschau auf das vergangene Jahr gab es vom Oberbürgermeister Gerd Hertig ebenso Ausblicke auf 2023. Wir nehmen Anlauf, im ersten Quartal uns erfolgreich zu bewerben, bei dem Thema EFRE. Ein Förderprogramm aus der Europäischen Union. Wir erwarten da einen knapp achtstelligen Millionenbetrag. Die Bürgerbeteiligung war sehr, sehr hoch und die Freude von mir umso größer, dass wir mit diesem Projekt nicht nur städtische Investitionen unterstützen wollen, sondern eben auch privat initiierte Investitionen. Mehr als 20 Einzelmaßnahmen stehen da auf der Liste, unter anderem auch die Kita Spatznest, Hohensteiner Straße, die Erweiterung des Stadtparks bis in die Aktien, aber eben auch private Investitionen, zum Beispiel vom Wirschi-Klinikum oder vom RZV, was den Wasserturm betrifft. Hier geht meine Hoffnung einher, dass wir, die wir uns erstmalig an diesem Projekt EFRE beteiligen, auch zum Zuge kommen, würde mich über alle Unterstützung freuen. Und da sind wir guter Dinge, dass wir dann ab, sagen wir Sommer,
diesen Jahres schon in die erste Realisierungsphase gehen können, meine Damen und Herren. Ja, schnell erwähnt sei auch noch Kulturhauptstadt C25 und Destination Chemnitz-Zwickau-Region. Kurz und bündig bei Kulturhauptstadt, wir sind dabei. Wir sind dabei im Purple Pass, wir sind dabei in diesem Bitbook und beim Megas Hub. Und wir haben eine Arbeitsgruppe unter der Frau Halbers Leitung gegründet, die all diese Dinge im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt koordiniert. Und wir hoffen mit der Personalisierung der GmbH, dass der jetzt nochmal reif reinkommt, dass Sie, meine Damen und Herren, auch mal wirklich spüren an einzelnen Objekten und Projekten, dass da nicht nur was auf dem Papier steht und nicht nur erst in 2025 was passiert, sondern dass da jetzt richtig losgeht, meine Damen und Herren. Und was die Tourismusdestination betrifft, so sind wir nicht dabei, da sind wir mittendrin. Wir sind da nicht mehr nur am östlichen Rand des Landkreises Zwickau oder ja, an der Grenze von Chemnitz oder an dem südlichen Rand vom Muldental. Nein, da sind wir mittendrin und ich kann Ihnen versprechen, wenn das Ding zum Fliegen kommt, dann wird sich hier auch für Limbauer Frohna eine Chance in der Branche Tourismus entwickeln. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich lade Sie ein, da hier mitzuwirken in allen Richtungen, wo Sie da nur können. In der Stadt wirken unzählige Menschen mit, jede Menge Ehrenamtliche, ohne die vieles nicht möglich wäre. Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember zeichnet die Stadt jährlich drei Bürger mit der Verleihung der Ehrennadel aus. Wir berichteten bereits über die Auszeichnung 2022 und stellten die Geehrten vor, die nun zum Neujahrsempfang nochmals gewürdigt wurden. Seit dem Jahr 2000 wird die Veranstaltung genutzt, den Unternehmer des Jahres zu küren. Die Auszeichnung entgegennehmen durfte diesmal Ingo Weise von der Spedition Weise, die 2002 in Kallenberg gegründet, seit 2005 ihren Sitz in Limbach-Oberfrohna hat. Nach dem offiziellen Teil des Neujahrsempfangs ließen die Limbach-Oberfrohna sowie Gäste den Abend gemütlich ausklingen. Die städtische Wirtschaftsförderung war Thema des Pressegesprächs, zu dem Limbach-Oberfrohnas Oberbürgermeister Gerd Herdig am 16. Januar ins Rathaus einlud. Er präsentierte mit Nadine Dürfler und Simone Friedrich das neue Team der Wirtschaftsförderung in der Stadt. Nachdem eine Kollegin aus der Stadtverwaltung ausschied, war die Frau Dürfler quasi zur Hälfte alleingestellt, weil sie zu dieser Zeit ja auch noch die Bearbeitung gemacht hat vom Zweckverband Gasversorgung. Dr. Vogel war ja Chef dieses Zweckverbands und damit ist automatisch die Verbandsarbeit auch in der Kommune allokiert, wo der Verbandsvorsitz ist. Nach dem plötzlichen Tod von Dr. Jesko Vogel wechselte der Verbandsvorsitz nach Brand-Erbesdorf. Somit steht Frau Dörfler jetzt wieder Vollzeit der Wirtschaftsförderung zur Verfügung. Für sie wurde zudem Verstärkung gesucht. Wir sind da halt fündig geworden mit der Frau Friedrich, dass wir hier wieder zwei Kolleginnen haben für die Wirtschaftsförderung. Ich glaube, die Bedeutung der Wirtschaft und des Gewerbes hier in Limbach-Oberfrohna, das müsste ich normalerweise nicht nochmal verdeutlichen, mache ich auch trotzdem gerne. Ich habe es am Neujahrsempfang auch erwähnt. Das ist absolut ein wesentliches Rückgrat unserer Gesellschaft. Also nicht nur, dass wir hier dadurch sehr viele Arbeitsplätze zur Verfügung haben hier in unserer Stadt, sondern es ist natürlich auch wesentlich für die finanzielle Grundausstattung, die wir als Kommune einfach brauchen, nicht nur um unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen und jeden pünktlichen Personalausweis zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch die vielen freiwilligen Leistungen, gerade Vereinsarbeit, oder im sozialen Umfeld einfach leisten zu können. Dafür brauchen wir eine solide Ausfinanzierung der Kommunen. Die ist durch die Zuweisungen aus Bund und Land, ich sag mal, nicht unbedingt immer sichergestellt. Zumindest die allgemeinen Zulagen reichen halt nicht aus, um unsere Aufgaben komplett zu erfüllen. Wir sind ja immer wieder auf Förderanträge oder Fördermittel angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Gewerbesteuereinnahmen, die wir ja direkt erhalten von der Wirtschaft hier in unserer Stadt,
dass wir die in einer guten Basis unser eigen nennen dürfen. Und das ist in der Vergangenheit sehr positiv erfolgt. Ich habe auch so Vergleiche auch mit anderen Kommunen. Insofern sind wir da zufrieden. Wir sind eigentlich auch relativ entspannt bezüglich der Zahl 2022. Wir sind dort wieder ca. 10% Überplan und die Fakturaquote von 99% zeugt eigentlich auch davon, dass wir hier eine solvente und eine solide Wirtschaft zur Verfügung haben. Allerdings ist das kein Grund für die Stadt, sich auf diesem Erfolg auszuruhen. Angegangen werden müssen Probleme, die sich am Rande des Themas Wirtschaft bewegen. Stichwort Medizin. Dass uns 5 Hausärzte zurzeit fehlen, und möchte ich natürlich nicht nur verbal Werbung machen, sondern wollen das natürlich auch mit Lösungen, mit Projekten, mit Paketen untersetzen, um einfach Limbacher Frohnau für Hausärzte und andere Fachärzte so attraktiv wie möglich zu gestalten, um hier die Lücke zu füllen. Ein anderes Thema: die flankierenden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung unserer demografischen Entwicklung. Um jetzt wirklich das auch attraktiv für Frauen zu gestalten, diese Stadt, brauchen wir natürlich auch attraktive Jobs für Frauen. Das gilt vor allen Dingen in die Richtung Forschung und Entwicklung. Ich denke da so an IT, an Medizin, an Ernährung, an Energie. Da sind sehr viele Möglichkeiten, die eben nicht nur so typisch männerlastig sind. Ja, das sind so die strategischen Ziele, hätte ich fast gesagt. Also nennen wir es mal die taktischen Ziele für die nächsten Jahre, die wir hier in Limbacher Frohnau stemmen wollen. Da bin ich sehr froh, dass wir hier wieder eine schlagkräftige Einheit, Team der Wirtschaftsförderung zur Verfügung haben. Nadine Dürfler ist schon seit 2014 in der Stadt tätig. Früher im Büro des Oberbürgermeisters tätig und seit Ende 2019 in der Wirtschaftsförderung. Neu in der Stadt ist Simone Friedrich. Ich komme aus der Nähe von Tobau und habe Erfahrung im Bereich Existenzgründungsberatung. Und aufgrund dessen bin ich dann auf die Stellenausschreibung der Stadt Limbach-Oberfrohnau aufmerksam geworden und fand die sehr ansprechend. Ich bin gern mit Menschen zusammen, ich rede sehr gern, berate sehr. Ein wichtiges Ziel des Oberbürgermeisters zu erreichen. Nämlich, dass wir am Ende meiner Amtszeit mehr Arbeitsplätze hier in Limbach-Oberfrohnau zur Verfügung haben als zum 31.12.2021. Punkt. So, das ist ein messbares Ziel, da können Sie mich dann auch, naja, mit Tomaten bewerfen, wenn ich es halt nicht so schaffe, aber da werden wir jetzt alles dran setzen, dass wir hier mehr Arbeitsplätze bekommen. Die Arbeitsplätze müssen freilich auch von Menschen ausgefüllt werden. Und so ist es schon ein guter Brauch, dass wir mit unseren bescheidenen Möglichkeiten der Stadtverwaltung dafür Sorge tragen wollen, das zu matchen. Also all denen, die einen Job zur Verfügung haben, eine Ausbildung zur Verfügung haben, eine Plattform bieten und all die einladen, die halt auf Arbeitssuche sind, beziehungsweise eben sich orientieren wollen bezüglich einer Ausbildung, gerade was junge Menschen betrifft. Und insofern darf ich Sie alle einladen, am kommenden Samstag, den 21. Januar diesen Jahres, die Stadthalle Limbach-Oberfrohnau zu besuchen, zum wievielten Auflage der Job- und Ausbildungsinitiative der Stadt Limbach-Oberfrohnau. Dieses Jahr mit 87 Ausstellern. Davon sind 27 Unternehmen aus Limbach-Oberfrohnau, 16 Unternehmen aus dem Landkreis Zwickau und 44 Unternehmen aus der Region Chemnitz und Umland. Es werden insgesamt über 100 Ausbildungsberufe vorgestellt und 31 duale Studiengänge. Von den Branchen ist alles vertreten, über Handwerk, zum Beispiel Boden- und Fliesenleger, Kfz-Mechatroniker, über Dienstleistungen. Der Oberbürgermeister Gerd Herdig nutzte das Pressegespräch ebenso, um über die Entwicklung in den Gewerbegebieten zu berichten. So über den 2020 in Angriff genommenen 4. Bauabschnitt im Gewerbegebiet Süd. Wir können ja Stand heute feststellen, dass wir bis auf wenige Quadratmeter alle Gewerbeflächen im gesamten Gewerbegebiet Süd vermarktet haben, respektive dass sie eine verbindliche Reservierung drauf haben. Und
Ich wollte dann noch einen Werbeblock eröffnen. Das war also noch ein schönes Eckgrundstück im vierten Bauabschnitt Freiherrn. Toll gelegen für die Ideen der Anwesenden. Das haben wir noch. Ich weiß gar nicht, so circa 7.000 bis 8.000 Quadratmeter so in der Größenordnung. In den alten Bauabschnitten, will ich es mal bezeichnen, sind wirklich nur minimale Restflächen vorhanden. Insofern haben wir dort eine hervorragende Auslastung in diesem Gewerbegebiet und müssen, und das hatte ich halt nicht mehr erwähnen können, jetzt schon laut drüber nachdenken über den fünften Bauabschnitt. Das machen wir. Wir denken drüber nach. Wir verankern das auch im Flächennutzungsplan, der ja hier in den nächsten Monaten dem Stadtrat zur Abstimmung oder zur Absegnung vorgelegt wird. Und insofern sind wir guter Dinge, dass wir also die wahrscheinlich letztmögliche Erweiterung hier in unserer Stadt, was Gewerbeflächen betrifft, dann in den nächsten Monaten, ja, das dauert natürlich alles auch mindestens 1, 2, 3 Jahre, dann in Angriff nehmen, die Planungen voranbringen, uns um die Finanzierung kümmern und dann irgendwann eben auch diesen fünften Bauabschnitt erschließen. Das ist vielleicht jetzt mal so ein konkretes Projekt bezogen auf Gewerbegebiet. Wir haben sehr viele Projekte, wo wir darüber nachdenken, alte Brachen zu revitalisieren. Ich weiß nicht, ob wir das wäre dann eher was für einen Bürgermeister, weil er sich da extrem persönlich drum engagiert hat. Dazu gehört die Initiative Krips. Wieder Krips, allerdings mit sächsischem B, also weichem B, geschrieben. Da hatten wir auch eine Pressemitteilung rausgesandt. Müsste Ihnen letzte Woche zugegangen sein, also weil ich informiert bin, dieses Projekt Eniku, das heißt Energie und Kultur in ehemalige Fabriken zu bringen. Das ist halt ein Ansatz, den diese, sagen wir, Projektgruppe verfolgt. Und die hat jetzt den ersten Fördererfolg auch auf Bundesebene erzielen können und damit zumindest mal sich Projektstrukturen, die tragfähig sind und die belastbar sind, zu geben. Und der nächste Schritt ist dann aus dem ganzen Potpourri, weil viele Kommunen haben viele Grundstücke gemeldet, die eben nicht in Ordnung sind, wo eben Brachen drauf sind, wo Dinge nicht geklärt sind und wo man einfach auch eine gute Idee braucht, um dann was Schönes Neues daraus zu bauen. Ja, zusammengetragen, und da müssen sich jetzt mit den vorhandenen Mitteln richtige Projekte zur Umsetzungsfähigkeit auch erstmal bewähren und dann eben umgesetzt werden in den nächsten Jahren. Und wenn es uns gelingt, dort die Brachflächen, die wir genannt haben, vielleicht ein oder zwei mal tatsächlich weiterzuentwickeln und schmackhaft zu machen, also dann haben wir schon viel erreicht. Das ist aber halt natürlich nicht alles. Wir haben genug andere Flächen im Stadtgebiet. Zum Teil sind dort Eigentumsfragen nicht geklärt. Zum Teil sind die Grundstücke vom Boden her oder vom Grundbuch her schwer belastet. Und es wird immer schwieriger, solche Flächen marktfähig zu bekommen. Und hier brauchen wir dann wirklich den Schulterschluss mit dem Landkreis, auch mit dem Freistaat, mit den verschiedenen Fördermittelgebern, um solche Flächen attraktiv wieder herzubringen. Also das ist die große Aufgabe der Zukunft, weil im Außenbereich, das hat Gerd Hattich ja im Prinzip vorweggenommen, haben wir nur das, was wir mit unserem Flächennutzungsplan hoffentlich schnell und mit breiter Zustimmung im Stadtrat dann verwirklichen können, und dann war es das. Also auf die nächsten 10 Jahre sehe ich wenig Potenziale noch auf der freien Fläche, auf der sogenannten grünen Wiese, einfach weil dort der Vorrang Landwirtschaft, Umweltbelange etc. viel, viel zu stark ist. Und dann wird man nichts ausweisen können. Deswegen ist man bestrebt, innerstädtisch nicht störendes Gewerbe anzusiedeln. Und so ist es ein Ziehen, manchmal auch ein Hängen, aber dort liegt im Prinzip oder spielt die Musik für die nächsten Jahre, wenn wir uns positiv entwickeln wollen, wenn wir Flächen aktivieren wollen. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür.
Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Die kleine Galerie auf dem Hohenstein-Ernsthaler Altmarkt startete am 19. Januar in das Ausstellungsjahr 2023. Die Künstlerin Jusche Fred, die zwei Tage zuvor gemeinsam mit der Galerieleiterin Silke Hirsch die Ausstellung aufbaute, zeigt diesseits der besondere Planet. Beim besonderen Planeten geht's eigentlich um unseren Planeten, könnte man sagen. Aber es ist eben eine besondere Seite dieses Planeten. Es ist die Natur, die hier zu finden ist, diese Welt, auf der wir leben. Aber es zeigt eben ein besonderes Antlitz oder die Beseeltheit des Ganzen, ja, die einfach immer mehr, die geht nicht verloren, aber unser Blick dafür geht verloren. Jusche Fred, 1967 in Leipzig geboren und aufgewachsen, hat einen besonderen Blick auf die Welt mit den unterschiedlichen Kulturen. Durch meine Vorfahren oder durch mein Elternhaus gibt es natürlich afrikanische und auch asiatische Einflüsse. Und natürlich spielen die eine Rolle, aber nicht vordergründig. Also wenn man da dergleichen findet, dann hat sich das einfach eingeschlichen, weil es in mir ist. Also so kann ich es nur sagen. Aber an sich sind das Collagen, die verbunden mit Resten von Holzschnitten und Papieren und natürlich auch Zeichnungen, ne, ein Ganzes bilden. Aber ich denke, dass wahrscheinlich dieser Schwarz-Weiß-Kontrast und vielleicht auch diese exotische Welt irgendwie erinnern an ferne Lande. Das kann schon sein, aber das ist nicht vordergründig und auch nicht wirklich eine Absicht von mir. In vielen Bildern und Figuren haben Flora und Fauna ein menschliches Antlitz. Für den Menschen ist ja so alles beseelt, der hat ja irgendwie mit ihm selbst zu tun, also mit seiner Psyche und seiner Entwicklung. Und und das zeigt einfach die Seele der Natur, ne? Und die spricht den Menschen wahrscheinlich am ehesten an in seinem Antlitz. Der Mensch ist natürlich und die Natur menschlich. Zum Beispiel diese Skulptur, die heißt eben Vorsicht. Und man weiß nicht, führen diese beiden ein Zwiegespräch oder guckt der Vogel einfach dumm und wenn er nicht aufpasst, haps, ist er ganz schnell weg oder beobachtet die Schlange oder ne? Also das ist eben irgendwie so ein Spannungsfeld. Und hinter ihnen da steht so ein Faun, der sieht sehr erschrocken aus, hat keine Arme und sieht irgendwie nicht sehr glücklich aus. Ich denke, dass das auch so ein bisschen ein natürlicher Zustand ist. Dass Natur nicht, auch kaum noch heil zu finden ist. Ne? Und das ist ein Naturwesen, so wie eben das alles irgendwie natürliche oder Naturwesen sind. So wie auch in den Geschichten, den Märchen und so weiter. Ne? Das hat ja was mit dem menschlichen Erleben zu tun, dass er solche Geschichten erfunden hat. Geschichten von Waldgeistern, Elfen und anderen Wesen, die Menschen damals faszinierten und heute nicht minder, dass sich Jusche Fred Mythenwesen widmet. Also spielerisch könnte man sagen, bin ich rangegangen. Ne, durch das, was ich an zeichnerischen Möglichkeiten, an Papieren, an Sachen, die ich für die Collage verwenden kann, von Bild zu Bild hat sich allmählich ein Gesamtbild ergeben, ja, so dass man also dann für dieses Gesamtbild einzelne Figuren sucht. Also so ist es mir jedenfalls gegangen. Also dass sozusagen das Pferd eher von hinten aufgezäumt wurde, als dass ich mir jetzt vorgenommen hätte, ich mache jetzt Bilder zu irgendwelchen Mythen. Ja? So, sondern es ist einfach eher so, dass sich das allmählich, es hat allmählich einen Weg gefunden. Was Ihren künstlerischen Weg betrifft? Oh, der war lang. Also ich habe ganz ordentlich in Anführungsstrichen einen Beruf gelernt, bin dann erst in Babelsberg an der Filmakademie, also an der Filmhochschule gewesen und habe aber dort gemerkt, dass so die laufenden Bilder doch nicht so meins sind, dass ich eben gerne eigentlich im Moment verharre. Und habe also dann erst Illustrationen von dort und dann jetzt eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren zu so freien Bildern gefunden, die eben nun nichts mehr mit Geschichten anderer zu tun haben wie die Illustrationen, sondern eher zu so freien Bildern. Und
damit bin ich sehr glücklich, muss ich sagen. Ja. Illustriert hat die Leipzigerin für verschiedene Verlage. Außerdem wirkte sie als Kostümbildnerin und Figurengestalterin für das Theater. Gezeigt hat sie ihre Werke schon bei einigen Ausstellungen. Unter anderem auch im Gellert-Museum hier in Hainichen. Es werden noch einige Ausstellungen mehr werden. In Zukunft würde ich mich gerne weiter so frei entwickeln und mich vielleicht auch noch mit anderen Materialien ausprobieren. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt damit auch, also das war am Anfang nur sehr verhalten, aber es kommen immer mehr Figuren dazu und das ist was, was mich im Moment sehr reizt, dieses Dreidimensionale. Also dass ich, da habe ich auch Ideen, die kommen mir beim Arbeiten und ja, da würde ich gerne erstens noch sehr viel lernen, was das betrifft, und aber eben auch mich ausprobieren. Und da denke ich, also da wird so die Reise erstmal demnächst hingehen. Also ins Figürliche und was die Bilder betrifft. Ja, also denke ich auch, dass ich eher so im Format wieder ein bisschen mich zurücknehme und ja, mal sehen. Also kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber auf alle Fälle ist das hier jetzt bis hierher mal also ein ganz wichtiger Abschnitt für mich gewesen. Ja. Die Reaktionen von Ausstellungsbesuchern waren bislang sehr gut, muss ich sagen. Also sehr, also was immer wieder gesagt wird und was mich wirklich erfreut, ist, dass viele sagen, es würde ihnen Freude bringen. Und das ist mir eigentlich mit das Wichtigste. Also weil also in diesen dystopischen Zeiten ich das ganz wichtig finde, dass man das irgendwie nicht vergisst, dass dieses Leben ja doch ein wunderbares ist und diese Welt auch. Und dass man sich da durch alles, was gerade passiert, nicht unterkriegen lässt und voller Hoffnung bleibt. Also das finde ich ganz wichtig und hoffe, dass das irgendwie ein bisschen transportiert wird. Jusche Fretz, Diesseits der besondere Planet, kann bis 26. März in der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal besichtigt werden. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Marx, das Chemnitzer Bier. Ach, hallo. Mensch, endlich wieder Bundesliga, hä? Also Bundesliga, Fußball, ne? Fußball-Bundesliga, Männer, ja. Also, wobei, ich will jetzt da damit nicht sagen, dass ich hier Frauenfußball, ne? Nee, Frauenfußball ist auch schön, ne? Ja. Also, gerade wo die Forscher hier die Frauennationalmannschaft, wo sie fast die EM gewonnen haben, ne? Wo sie Zweiter geworden sind, habe ich gerne zugeguckt, ja. Das sind ja auch alles im Prinzip hübsche Mädels, ne? Gut, sie sind vielleicht alle ein bisschen dünn, sagen wir schlank, ne? Sportlich schlank. Da könnte vielleicht, also da sehe ich noch einen gewissen Spielraum, ne? Also für ein paar beleibtere Typen, ne? die dann in der Verteidigung, ne? Als Libero, ne? So eine, oder das wäre dann eine Libera wahrscheinlich. Oder im Tor eine, ne, an der kein Ball mehr vorbeikommt. Ja, na gut, aber jedenfalls, naja, wissen Sie, unter uns, ich stehe ja grundsätzlich eigentlich, stehe ich mehr auf Frauen. Ja. Also wenn man das heutzutage überhaupt noch zugeben darf, ne, ohne dass hier gleich einer von Sexismus rumschreit. Ne. Also, nee, aber trotzdem, obwohl ich auf Frauen stehe grundsätzlich, gefällt mir die Männer-Bundesliga doch noch ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht warum. Da ist mehr, wissen Sie, da ist mehr Kampf, mehr Feuer, mehr Spannung drin. Also auch wenn, wie gesagt, die erotische Ausstrahlung auf mich nicht so richtig, ne? Nee, also diesbezüglich müsste mir eigentlich Frauenfußball besser gefallen.
So komisch bei mir, hä? Naja, wobei, heutzutage weißt du ja sowieso nicht mehr, ne, von wem du dich erotisch anstrahlen lassen kannst. Ne. Das ist ja heutzutage, ne, Männer ne, oder Frauen, da weißt du ja gar nicht mehr, ne, schwul, lesbisch oder quer oder was, das lässt du ja alles gar nicht mehr heutzutage. Es ist, nee, am besten ist, man lässt bei Fußball die Erotik raus. Na, also, wobei in anderen Ländern ist das ganz anders. Ne? Das hat man ja bei der Fußball-WM gesehen. Ne? Also, die hatten ja alle, ne, da in die Mannschaften, ne, da, die hatten ja alle solche Stars. Jede Mannschaft hatte so einen richtigen Star hier. Ne? Also hier der Neymar, Brasilien, Messi, Argentinien, Lewandowski, Polen. Ne? Also, oder der Ronaldo, Portugal, der Mbappé. Mbappé, ne? Frankreich, alle hatten sie so einen Star, ne? Und das sind dann auch in den Ländern, wo die herkommen, sind das auch so sozusagen, also Erotikgötter sind das auch. Ne? Ja, für die Frauen dort in dem Land, aber auch vielleicht auch die Männer, wobei, wissen Sie, also zum Beispiel, was den Messi zum Beispiel betrifft, ne? Die argentinischen Männer, die sich vielleicht in den Messi auch verguckt haben, die geben das nicht so zu. In Argentinien ist das nicht so Mode. Die halten das ein bisschen geheim, wenn sie sich da so verguckt haben und so. Aber ja, die haben da noch so eine gewisse Schamgrenze, die in die anderen Länder. Also jedenfalls, fast alle Mannschaften hatten so einen Star, der ein Spiel bestimmen kann, der ein Spiel rumreißen kann. Ja, so ein Star. Hatten wir Deutschen nicht. Wir hatten keinen Star. Wir hatten bloß einen Vogel. Einen riesengroßen Piepvogel hatten wir. Mit die Binden. Also wissen Sie, gut, bei der Frauennationalmannschaft, wenn es da mal um die Binden geht, welchen wir, die stehen, altmodischer Mist, die nehmen ja auch eher einen Tampon oder was. Aber nee, unsere Fußballer mit die Binden, also das war doch, nee. Hätten lieber Fußball spielen sollen, ne? Klappe halten, naja. Nee, aber es war auch schlimm für die Fußballer. Die ganzen Moderatoren vom Fernseher und auch die Experten, ne, und so, alle haben sie gehetzt, ne. sie sollen ein Zeichen setzen und ob sie sich hier mundtot lassen, ja, am liebsten wäre der Breyer noch von ZDF und die Halalalali oder wie die heißt, ne. Die haben ja so derartig oft, ne, am liebsten wäre es denen gewesen, die Fußballer wären mit der Binde vor den Ohren auf den Fußballplatz gegangen, also nee. Fußballer, Zeich der Welt, was richtig ist, und Käse. Ja, trotzdem war das interessant mit der Weltmeisterschaft in Katar, ne? Weil die dort eben, die sind eben noch ein bisschen rückständig, so was Erotik und Sex betreffen tut. Bei die ist eben der Sex hauptsächlich noch für die Fortpflanzung vorgesehen. Ne? Ja. Die tun darauf achten, sozusagen, dass sich die Bevölkerung fortpflanzen tut, ne? dass genug Kinder geboren werden. Ne? Die können sich das nicht leisten, dass sich da welche einfach so ausklinken aus, ja, wissen Sie, wenn es um die biologische Reproduktion der Gesellschaft gehen tut. Ne? Da müssen alle mitmachen bei dir dort unten. Da dürfen sich keine ausklinken. Das war ja in Bayern zum Beispiel, wissen Sie, war das früher auch nicht so großzügig. Wissen Sie, vor Bayern vielleicht vor 100 Jahren noch, ne? In die Bergdörfer oben. Tja, ne? Das war nämlich auch, da wurde, wenn da ein junges Paar sich heiraten wollte, die mussten vorher erst nachweisen, dass sie Kinder kriegen können. Ja, da musste der junge Mann, da musste Fenstern gehen. Ja, weil offiziell durfte ja vor der Hochzeit nicht gefächelt werden. Da mussten die Fenstern gehen, die jungen Männer, na, mussten dann nachweisen, dass sie
und die Frau auch, ne, dass sie eben Kinder kriegen können, dann durften die erst heiraten, wenn die Fortpflanzung abgesichert war. Ne, ja. Das ist in vielen Ländern heute noch so. Ne, da, also nicht das mit den Fenstern, aber dass es eben wichtig ist, ne, dass die Erhaltung der Art und so, ne, dass da alle mitmachen tun, ne, damit eben und so weiter. Wir Deutschen, wir sind das heutzutage viel entspannter, das ist schon klar. Wir sterben auch langsam aus, das ist ja scheißegal. Irgendwann ein paar Jahre, da werden wir für noch ein paar Restexemplare von Deutschen, die wir werden dann nachgezüchtet vielleicht und wieder ausgewildert oder sowas. Naja, nee, oder eben auch nicht. Wir sind eben die Deutschen weg, ist auch kein so großer Verlust für die Welt. Na, aber es gibt ja jetzt schon welche, die bezeichnen sich selber als die letzte Generation. Ja genau, die sich so anklemmen lassen, jetzt Lützerath oder was. Wo so, ja, das sind, ach, alles ja, egal, ist mir alles egal. Die Bundesliga geht wieder los, das ist wichtig. Ne? Witzig wäre natürlich auch mal, wenn welche von der letzten Generation, ne, wenn die sich mal beim Fußball zum Beispiel einen Torpfosten anklemmen täten, hä? Und dann gibt's Elfmeter. Das wäre halt der Order, hä? Wenn. Ei, hoffentlich habe ich denn jetzt eine Idee. Hä? Nicht, dass ich die jetzt hier auf die Idee gebracht habe, die Ankleber, ja, die Ankleber, dass die sich wirklich. Das wäre ein Ding, wollen wir sehen. Also jedenfalls, es lebe die Bundesliga. Tschüss. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Max, das Chemnitzer Bier.